Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queerlex. Mein Name ist Alex und schön, dass du bei meinem Kanal vorbeischaust. Mein Motto ist, entdecke die Vielfalt in dir und heute entdecken wir gemeinsam pansexuelle Vorurteile. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dir jetzt anraten, das zu machen. Der Kanal ist kostenlos, du würdest mich mit deinem Klick und wenn du die Glocke abonnierst, mega supporten. Viel Spaß mit dieser neuen Folge von Queerlex. Vorurteil Nummer 1. Pansexualität ist ja dasselbe wie Bisexualität. Es gibt ja nur zwei Geschlechter. What? Also, gerne wird das mal vermischt, also Bisexualität und Pansexualität, obwohl das ja eigentlich komplett was Unterschiedliches ist und wo es ja auch nicht wirklich um das Geschlecht an sich geht, ja, sondern vielmehr um den Menschen. Wenn du noch wissen willst, ob du vielleicht selber pansexuell bist, dann habe ich ein Video für dich, das findest du hier oben. Da kannst du gerne den Selbsttest machen. Ich möchte noch einfach auch kurz mal einhaken, dass ich weiß nicht, warum es da stets zur Verwechslung kommt zwischen Pansexualität und Bisexualität. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, bisexuelle Personen stehen ja auf zwei Geschlechter. Und bei Pansexualität ist es eben so, dass es ja vielmehr um den Menschen geht. Ich kann wirklich nur schwer nachvollziehen, warum es hier eigentlich zu solchen Verwechslungen kommt. Vielleicht verstehst du's. Ist dir selbst vielleicht schon mal im Alltag ein Vorurteil untergekommen? Schreib's mir doch gerne runter in die Kommentare. Pansexuelle Menschen sind polyamorös. Auch hier wieder Achtung, Verwechslungsgefahr, nein. Pansexualität hat nichts mit Bisexualität zu tun und auch nicht mit Polyamorosität. Wenn wir von Polyamorie sprechen, dann sprechen wir von einem Beziehungskonzept und nicht von einer sexuellen Orientierung oder einer romantischen Anziehung. Und ich glaube, da sollte man einfach auch stark differenzieren. Wenn man polyamorös ist und wenn man das lebt, dann hat man mehr als einen Partner oder einer Partnerin, mit der man eben in einer Beziehung ist. Also das Pendant dazu ist ja eigentlich die Monogamie. Also nein, definitiv komplett falsch. Pansexuelle Menschen sind nur verwirrt und derzeit befinden sie sich nur in einer Phase. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es schon mal in einem Video erwähnt, dieses Vorurteil, das zieht sich wirklich komplett über die LGBTIQA+-Community. Es ist egal, welche sexuelle Orientierung du hast, welche Geschlechtsidentität du hast, es ist alles nur eine Phase und spätestens nach 2 Monaten wachst du auf und du kommst so drauf, so, ja, natürlich bin ich hetero, ja, natürlich bin ich cis. Das ist, ja, was dachte ich mir nur dabei zu denken, ich wäre pansexuell. So. Joke beiseite, es ist wirklich, ich weiß nicht, warum sich das einfach komplett wirklich durch alle sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zieht, dieses Vorurteil, aber es hat auf jeden Fall, finde ich, schon damit etwas zu tun, dass es ein Stück weit suggeriert, so, man muss sich vielleicht mit der Thematik, wenn sich jemand outet als pansexuell, dass man sich vielleicht damit jetzt nicht auseinandersetzen möchte, weil man einfach glaubt, ja, das vergeht vielleicht schon, das spätestens in 2 Monaten ist das weg. Aber dem ist nicht so, ja. Ich glaube, wichtig ist wirklich hierbei nochmal zu sagen, wenn jemand sagt, ich bin pansexuell oder ich bin schwul, ich bin lesbisch oder sonst irgendwas, dann haben sich diese Personen ja wirklich eingehend mit sich auseinandergesetzt und sind ja quasi zu dem Entschluss dann gekommen, ja, ich bin tatsächlich schwul, lesbisch, pansexuell, whatever, aber halt nicht hetero. So. Ich glaube, da geht es dann wirklich einfach darum, das zu akzeptieren oder halt akzeptieren zu lernen. Das nicht abzutun mit, ach, das ist eine Phase und das geht schon wieder vorbei. Nee. Ach, Pansexualität, das ist ja wieder so ein neumodisches Wort. Das geht ja wieder in ein paar Jahren vorbei. Nein, also ich glaube, dass mit den Labels, die da gekommen sind und natürlich auch sich damit zu identifizieren, ob man Pan ist oder nicht, das ist natürlich erst jetzt so wirklich hochgekommen und das ist aber auch gut so, weil
meistens natürlich man am Anfang nicht wirklich benennen kann, vielleicht die Gefühle, wie man sich fühlt, wo man sich einkategorisieren soll. Also das kann ja wirklich tatsächlich eine Unterstützung sein, sich in dem Moment einfach zu labeln. Und genauso ist es in Ordnung, dann zu sagen, nach einer Zeit, ich möchte dieses Label nicht mehr. Wie gesagt, aber das ist die Entscheidung von jeder einzelnen Person. Und ich muss sagen, dass dieses Vorurteil einfach auch ein Stück weit suggeriert, so, ja, das ist komplett neumodisch und das ist ja quasi ein Trend, dem man gerade folgt. Und nach ein paar Jahren, Monaten, keine Ahnung, ist das Ganze halt wieder out. Nein, dem ist halt nicht so, ja. Und natürlich, wenn man das halt glaubt, weil das so eine neumodische Erscheinung ist, dann strahlt man das ja nach außen aus. Und wenn sich dann eine Person gerade geoutet hat als pansexuell, dann spricht man der ein Stück weit oder eigentlich komplett die sexuelle Orientierung ab, weil das ja quasi nur neumodisch ist und sich ja quasi eh wieder ändert. Und ich finde, da sollte man nochmal ein Stück weit sensibler einfach auch sein, zu schauen, okay, was macht das gerade mit mir, aber was macht das auch mit der anderen Person, um jetzt nicht der anderen Person, die eh schon den Mut aufgebracht hat, sich zu outen, dann zu sagen, ja, na, es wird schon wieder so in die Richtung, ne? Das gibt sich ja alles mit der Zeit. Nein, und bitte Vorsicht, da, das sind wirklich, ich glaube, sehr gängige Vorurteile, die sich auch quer durch den LGBTIQA-Plus-Salat einfach mischen. Es ist alles eine neumodische Erscheinung, es ist alles eine Phase. Also es spiegelt sich ja auch komplett in jedem einzelnen Buchstaben ja auch wieder diese Vorurteile. Nur umgemünzt halt auf komplett auf entweder die sexuelle Orientierung, auf die Geschlechtsidentität. Wieso war denn diese Person vorher nur mit Männern, / mit Frauen in einer Beziehung? Ich glaube, jeder Mensch darf seine Erfahrungen machen. Und es ist komplett in Ordnung, wenn man vorher nur, sag ich mal, in Hetero-Beziehungen war und wenn man dann draufkommt so langsam, okay, irgendwie ist das nicht meins, weil es sich vielleicht für mich nur stimmig anfühlt. Und dann zu sagen, ja, okay, ich bin pansexuell und ich gehe auch mit biologischen Frauen in eine Beziehung, aber auch mit Transgender-Personen etc. Und ich glaube, das ist halt nochmal ein Stück weit schwieriger vielleicht für Leute zu akzeptieren, das halt einzukategorisieren, weil Pansexualität an sich keine Einkategorisierung ist, sondern das ist wirklich, ich liebe diesen Menschen oder dieser Mensch mit seiner Ausstrahlung, den finde ich so anziehend, unabhängig davon, welches Geschlecht der hat, ja. Aber gleichzeitig wird man natürlich auch von anderen Menschen so gelesen, je nachdem in welcher Beziehung man gerade ist, entweder ist diese Person lesbisch oder dann schwul oder hetero oder ist egal was, ja, aber Pansexualität wirklich als eigenständige Sexualität dahingehend zu lesen, ist halt wirklich noch nicht durch in der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist halt noch schwieriger bei Pansexuellen zu sagen, ja, man kann mit einem Mann zusammen sein, man kann mit einer Frau zusammen sein, man kann aber auch mit einer Transgender-Person oder man kann auch mit einer intergeschlechtlichen Person zusammen sein. Also es ist komplett frei und ich glaube, diese Freiheit wirklich zu akzeptieren als eigenständige Sexualität ist wirklich schwierig, weil gerne die Menschen versuchen, wirklich alles gut einzukasteln und einzugliedern, nur damit es halt nicht open-minded ist und dass es vielleicht, also ja nicht, dass es irgendwie zu offen ist. Da braucht es auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr Aufklärungsbedarf, aber auch mehr Verständnis und Sensibilität für pansexuelle Personen, weil es nicht einfach eine Einkastelung ist, dass man ein anderes Geschlecht liebt oder dasselbe Geschlecht. Nein, das ist wirklich, es ist eine offene Schublade eigentlich. Leute wollen aber nicht, dass Schubladen offen sind. Ich hoffe, dass sich da für pansexuelle Personen auf jeden Fall noch was ändern wird und dass man da einfach gesellschaftlich wirklich die Bewegung da machen kann, wirklich da offener zu denken. Ich habe ganz viele Videos noch, wo es in der LGBTIQA-Plus-Community auf jeden Fall wirklich genug Vorurteile gibt, die einfach nach wie vor in unseren Köpfen herrschen. Das Video findest du auf jeden Fall hier und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass mir doch gerne einen Daumen hier. Ansonsten sehen wir uns schon wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Queerlix. Tschüssi, Baba!